Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bobby Dick Box von B-Ties. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bobby Dick von B-Tide, das Ganze am 20. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 9. Album von B-Tide. Wir haben hier eine kleine, kompakte Metallbox. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So, also wir haben hier eine Metallbox, die ziemlich stark glänzt. Auf der Oberseite haben wir geprägt hier das Logo von B-Tide, also hier das B mit dem Rufzeichen. Ansonsten hier komplett in dieser Metall, in dieser Hochglanzoptik. Und auf der Rückseite lesen wir hier B-Tide Box 1. Dann haben wir noch einen Barcode, die Beteiligten, das Ganze ist erschienen über Jetzt Paul. Und hier haben wir noch ein bisschen Artwork, hier so das B-Tide Logo, also der Schriftzug und hier dann noch ein Totenkopf. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes machen wir den Deckel ab. So sieht das aus, hier kann man das auch sehen, dass das Logo hier wirklich geprägt wurde. Und dann haben wir als erstes einmal ein Zertifikat. Dann haben wir als nächstes einen Geldbeutel, der hier in so Papier geschützt ist, okay. Und als nächstes haben wir dann auch noch das Album, das jetzt gerade nicht so wirklich raus will. Ah, so, das Album sowie ein Etui, das ziemlich viel wiegt, und auch noch diverse Sticker, 3 Stück an der Zahl. So, das Papier brauchen wir nicht weiter. So sieht die Box von innen aus. Dann machen wir den Deckel wieder drauf und schauen uns den Inhalt an. So, hat die Kette schon einen Abgang gemacht. Zwei der Inhalte sind hier noch in Folie, und zwar einmal das Album und das hier. Rest derweil zur Seite. So, wo geht das am besten auf? Einmal hier unten. Genau. Also ich kann euch sagen, das Ding wiegt echt eine Menge. Und dann haben wir natürlich noch das Album. So. Es ist das 9. Album von B-Tide. Wir haben hier ein Digipack. Auf der Vorderseite lesen wir den Albumtitel Bobby Dick. Dann hier unten den Schriftzug B-Tide. Ein Totenkopf, Rosen, diverse Joints und 2 gekreuzte Messer. Also, wunderbares Artwork hier. Und der Totenkopf trägt hier noch so eine wunderbare Schmalzlocke, so eine Elvis-Frisur. Auf der Seite lesen wir den Albumtitel. Und auf der Rückseite überraschenderweise keine Tracklist, okay. Hier haben wir so Beteiligte angeführt. Also, was lesen wir hier? Alles produziert von B-Tide. Mix und Mastering von M-Beat Mastering, Design von Moik, Idee und Durchführung von Wilma. Das Ganze erschienen über Jetzt Paul und den Vertrieb, die Distribution hat Groove Attack gemacht. Okay, Barcode hier, also relativ ungewöhnliches Design hier. Ah, okay, wir haben hier kein Booklet, das finde ich schon mal schade. Dann haben wir hier die Tracklist, die mir auf der Rückseite hier gefehlt hat. Die haben wir hier im Innenleben. So, wir haben 21 Tracks, das ist echt eine Menge, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben Features mit dabei von Kitty Cat, Ferris MC, Swiss, Tamash, Der Asiate, Pre-Killer, Cheetah, Monzi, D, Druckwelle, Rhyme & Simon und Totte. Also, das sind echt einige Features. Dann haben wir die CD, wieder in diesem Totenkopf-Design, das wir schon vom Cover kennen. Und auf der Rückseite nochmal Totenkopf in Rot. Okay, also rein vom Artwork her, diese Totenkopf-Geschichte, die gefällt mir echt gut. Also das Album mit 21 Tracks. Dann haben wir mit dabei ein Zertifikat.
BeatHide-Zertifikat mit Liebe gepackt. Wir haben hier einmal den Schriftzug, also hier die Unterschrift. Mit schwarzem Stift hat hier BeatHide unterschrieben. Und dann haben wir hier eine Seriennummer. Die 96 habe ich. Also die ganzen Boxen wurden hier tatsächlich durchnummeriert. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Gesamtauflage war der Box, auf wie viel Stück die limitiert war. Aber wie ihr sehen könnt, meins ist die Nummer 96, mein Zertifikat. Dann gibt es drei Sticker mit dabei. Einmal hier diesen, BeatHide, kreisförmig. Es sind alle drei kreisförmig. Dann einmal Bobbydick Schriftzug und einmal BeatHide Schriftzug. Also die sind wirklich alle kreisförmig. Kann man dann hier so aus der quadratischen Form rauslösen. Drei Sticker, jeweils ein anderes Motiv. Dann kommen wir zu diesem Teil hier. Wie gesagt, es ist echt sauschwer. Wir haben hier aus Leder so eine kleine Tasche. Sieht so aus wie so eine kleine Tasche, in der sich so Taschenmesser, so Jagdmesser befinden. Hier unten auch nochmal gebrandet mit dem BeatHide Logo. Auf der Rückseite haben wir hier so einen kleinen Riemen hier noch mit reingearbeitet. Bedeutet eventuell, dass man das irgendwie dann am Gürtel tragen kann. Also ich gehe mal davon aus, da soll man dann den Gürtel durchführen. Dann kann man das am Gürtel mittragen. Dann haben wir den Verschluss. Der funktioniert hier mit diesem kleinen Metallstift. Hier ist das dann zuzumachen. Und dann schauen wir hinein. Die Innenseite ist hier so aufgeraut. Okay, also das Ding ist wohl für das Gewicht verantwortlich, denn die Tasche an sich wiegt jetzt nicht so viel, das Etui. Aber der Kamm, der Taschenkamm, ist hier in der Butterfly-Optik. Also es sieht aus wie so ein klassisches Butterfly-Messer. Ist hier unten zu. Also hier haben wir so eine Sicherung, die machen wir mal auf. Und dann geht das Ganze hier auf. Jawohl, dann haben wir hier den Taschenkamm aus Metall. Auch wieder gebrandet mit BeatHide Schriftzug. Der ist wirklich ziemlich schwer. Und ja, den kann man dann natürlich mit sich tragen. Und sich dann bei Bedarf die Haare frisieren. Hier dann auch noch diese Schnitte, die hier reingeprägt wurden, damit das Ganze ein bisschen rutschfester und besser in der Hand liegt. Aber ansonsten, der ist echt ziemlich hochwertig. So wie ich das beurteilen kann. Okay, dann packen wir den wieder zurück in das Etui. Machen das Ganze auch zu. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Geldbörse mit einer Kette. Das Ganze hat hier eine Metallhülse, wo das hier eingehängt wurde, die Kette. Die ist recht lang. Dann haben wir hier ein größeres Kettenglied, wie man es kennt von so Schlüsselringen. Hier kann man das dann ganz einfach auch noch aufbiegen. Dann eventuell auch noch andere Sachen dranhängen. Und dann haben wir hier auch noch so einen kleinen Karabinerhaken. Machen wir den mal auf. Genau, dann kann man das hier einhängen. Die Geldbörse an sich ist in dunkelbraun. Ähnlich, na, doch etwas dunkler als die Messer, als die Kammtasche hier. Mit zwei goldenen Knöpfen, selbst die wurden hier gebrandet, nicht schlecht. Also selbst hier auf den Knöpfen das B-Logo, hier auch nochmal groß geprägt. Rückseite glatt. Genau das gleiche Leder, das wir auch schon bei der Kammtasche hatten. Und so sieht das innen aus. Wir haben hier echt jede Menge Platz. Einerseits haben wir hier so ein Sichtfenster, hier kann man dann seinen Ausweis reinpacken. Hier haben wir einen Musterausweis. Ein Musterausweis von Erika Mustermann. Wunderbar. Dann haben wir auf der linken Seite diverse Steckfächer, um Karten reinzupacken. Hier unter anderem Kreditkarten. Dann links auch nochmal so ein kleines Fächlein. Geheimfach. Rechts, beziehungsweise dann in der Mitte. Dann hier die Münztasche, das Münzfach. Und oben natürlich. Nicht über die gesamte Länge, das hier ist zu, aber über zwei Drittel hier dann noch einfach für Scheine. Ja, so sieht das aus. Alles braun in braun. Kann man auf jeden Fall verwenden. Gut,
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal ist eben gezeigt der Geldtäschchen, diese Portemonnaie mit dem Karabinerhaken mit der Kette dazu. Dann haben wir dieses zweite Lederetui inklusive dem Kamm, dem Metallkamm, dem Taschenkamm. Drei Sticker, allesamt kreisförmig, alle drei rund, drei verschiedene Motive. Das Zertifikat inklusive Bitheit-Unterschrift und Nummerierung, also Seriennummer eurer Box. Und natürlich das Album an sich, Bobby Dick, mit insgesamt 21 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Bobby Dick von Bitheit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bitheit unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.